Rosa Luxemburg. In einer kalten Nacht im Januar 1919 erschlagen, erschossen, ertränkt. Bei der Beerdigung folgen Tausende dem Sarg der linken Märtyrerin. 90 Jahre später sorgt ihr Name wieder für Schlagzeilen. Ein unglaublicher Verdacht beschäftigt die Öffentlichkeit. Wurde damals eine andere als Rosa Luxemburg zu Grabe getragen? Die Asservatensammlung in der Berliner Charité. Hier entdeckt der Rechtsmediziner Michael Zokos, als er 2007 das Institut übernimmt, eine namenlose Fettwachsleiche. Herkunft unbekannt. Im Zuge meiner Recherchen kam mir ein Gerücht zu Ohren, was offensichtlich seit vielen Jahrzehnten im Institut für Rechtsmedizin der Charité die Runde machte, dass nämlich der Leichnam von Rosa Luxemburg das Institut nie verlassen hätte. Und wenn Sie sich mal diesen Torso anschauen, dann hat er eine ausgeprägte weibliche Physiognomie, wie sie auch von Rosa Luxemburg bekannt ist. Und insofern war meine Neugier geweckt, weil mir eben auch konkrete Hinweise geben würden, es könnte sich exakt bei diesem Torso um den Leichnam von Rosa Luxemburg handeln. Es gibt viele Gerüchte. Es gibt auch das Gerücht, dass es die Mondlandung nicht gegeben hat oder dass das World Trade Center vom CIA zusammengebombt wurde. Es gibt viele Gerüchte auf der Welt, aber man muss es beweisen, ja. Michael Zokos findet im Obduktionsprotokoll der vermeintlichen Rosa Luxemburg erste Beweise. Die Fotos zeigen eine flachbrüstige Frau, deren Schädel keine Verletzungen aufweist. Von Rosa Luxemburg weiß man, sie wurde mit einem Karabinerkolben niedergeschlagen. Danach fiel ein Schuss und traf sie in der Schläfe. Wenn das tatsächlich ein Einschuss war, der damals beschrieben war, wo ist denn dann die knöcherne Verletzung? Wo ist die Verletzung der Schädelbasis? Und vor allen Dingen die große Frage bleibt offen. Wo ist denn der Ausschuss? Und wenn ich keinen Ausschuss habe, dann muss das Projektil noch im Körper sein. Wo ist das Projektil? Für Zokos steht fest, die Frau, die damals als Rosa Luxemburg beerdigt wurde, war eine Selbstmörderin. Seine Theorie? Nach der Beisetzung wird wieder eine Frauenleiche aus dem Landwehrkanal gezogen. Dieses Mal tatsächlich Rosa Luxemburg. Ein Skandal. In den noch immer politisch aufgeladenen Zeiten würde diese Nachricht wie Sprengstoff wirken. Berlin gleicht einem Pulverfass. Also lässt die Regierung, ohnehin in das Mordkomplott gegen Luxemburg verwickelt, diese Tote in den Kellern der Charité verschwinden, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Unidentifizierbar. Zokos Gegner wenden ein, die beigesetzte Tote wurde zweifelsfrei von Freunden als Luxemburg identifiziert. In einer Zeugenvernehmung erkannten sie ihre Handschuhe wieder, ein Stück Kleiderstoff und ein goldenes Medaillon. Was hat Herr Professor Zokos? Er hat einen Torso. Der Torso hat nicht mal einen Kopf, der hat keine Hände, der hat keine Füße. Ja? Und von diesem Torso behauptet er, das sei die Leiche Rosa Luxemburg, oder das könnte sie sein. Ja? Er hat aber nicht die Spur eines Beweises. Ja? Der überzeugendste Beweis wäre ein DNA-Vergleich. Die Suche nach möglichem Vergleichsmaterial führt nach Warschau. Hier liegen Hefte, in die die Revolutionärin gepresste Blätter von Pflanzen klebte. Aber zu viele fremde DNA-Spuren haben sich mit den Jahren über die von Rosa Luxemburg gelegt. Eine Computertomographie gibt Auskunft über das ungefähre Alter des Torsos, die mögliche Größe der Frau, als sie lebte, die Beschaffenheit ihres Skeletts. Alle Untersuchungen schließen nicht aus, dass es Rosa Luxemburg gewesen sein könnte. Man muss natürlich die Frage stellen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine 90 Jahre alte Leiche finden, dass es sich um eine Frau handelt, die einen Hüftschaden hat, die zu dem Zeitpunkt, als sie starb, in dem Alter war, in dem Rosa Luxemburg starb, die sich offensichtlich in den gleichen geografischen Regionen wie Rosa Luxemburg aufgehalten hat und die dann auch noch nicht identifizierbar mit präparatorisch abgetrennten Kopf in der Rechtsmedizin liegt. Die Möglichkeit besteht, aber um die Identität des Torsos mit Rosa Luxemburg herzustellen, fehlt der letzte Beweis, der DNA-Vergleich. Ein Friedhof zwischen Autobahn und Gewerbegebiet. Hier wird der Torso im Januar bestattet. Anonym. In den ersten Tagen patrouilliert noch Polizei. Man fürchtet politische Demonstrationen. Aber alles bleibt still. Es ist das unspektakuläre Ende einer rätselhaften Geschichte. Fragen bleiben.